Ich bin der Backbumble. Und ich hab eine Pumpgun dabei. Und damit schieße ich jetzt los. Aber ich treff die nicht. Ja, da ich hab ihn getroffen und getötet. Hallo, hier ist wieder Weehawk LP und entschuldigt bitte diese kleine Spinnerei. Ja. Wir sind mitten im Bosskampf in der 5. Mission, beziehungsweise... Das ist nur ein Vorbote auf das, was uns noch erwartet. Das Grauen. So, ja. Ich habe hier eine neue Waffe gefunden. Was das für eine Waffe ist, werdet ihr in diesem Kampf noch nicht sehen, aber im späteren Missionsverlauf. Zack, 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 zack. Töten. So. Das ist so eine Art, ja, Nadelschusswaffe. Huh, was haben wir denn da? Die Musik hat sich geändert und ein blauer Balken ist erschienen. Was mag da los sein? Wir haben es nämlich nun mit einem Boss zu tun, einem richtigen Boss. Nicht mit diesem scheiß Vorboten, sondern mit einem richtigen Boss, der mich fertig macht. Verdammt, ich habe nicht aufgepasst. So, dann gehen wir doch direkt mal an die Nektarblume. Oh, scheiße. So, uiuiui. Hier muss man aufpassen, dass man nicht ins Wasser fällt. Okay. Komm her. Wo bist du? Wie soll ich dich nennen? Pinky, komm her. Pinky. Aha, Pinky, ja. Wirft mit pinken Kugeln um sich. Deswegen Pinky. Und tot, tot, tot. Ja. So, wir haben die 5. Mission bereits geschafft. Das war nämlich alles. Wir mussten nur diesen Boss besiegen. Und jede Menge Zeitbonus. Und sogar noch... Ja. Sogar noch was. Egal. So, wir machen weiter. Ich bin völlig verwirrt. Mission 6, Kurzschluss. Ein Radar-Kontrollzentrum ist in Sektor 42 geortet worden. Dieses Kommandozentrum ist sehr gut gepanzert, daher hast du Sprengladungen zur Verfügung, die du unter dem Gebäude platzieren musst. Den Punkt sehen wir hier. Das hier. So, ja, sammle sie vom Schutzstrahl ein und wirf sie unter das Ziel. Und zum Schutzstrahl zeige ich euch jetzt mal Folgendes. Und zwar, ihr dürft ihn auf gar keinen Fall berühren oder auch nur in die Nähe kommen. Ansonsten passiert das hier. Und Bug stirbt. So, das aber nur zu Anschauungszwecken. Na super, warum treibe ich das Ding denn nicht? Jetzt. Okay. Wir müssten nämlich erst den Schalter betätigen und dann können wir die Bombe nehmen. Was habe ich getan? Ich habe die Bombe viel zu früh genommen. Nein! Warum tue ich das? Ich muss ja erst noch einige andere Sachen erledigen. Zum Beispiel diese Waffe hier nehmen. Boah! Den Wespen ausweichen. Und diesen Durchgang hier frei machen. Lasst mich in Ruhe. Boah! Böse Gegner. So viele böse Gegner auf einem Haufen. Ich glaube es ja nicht. Ja. So, dieses Tor müsste gleich frei werden. Ich schaue nochmal, ob es hier noch irgendwelche Waffen gibt zum Einsammeln. Die Zeit muss sein. Hier gibt es nur Munition noch. Munition sage ich. Energie meine ich. Ja, okay. Das ist auch nichts. Gut, dann schaue ich nochmal in diese Ecke. Ich scheiße jetzt auch einfach mal auf diesen blöden Zeitbonus. Ich will mich nämlich mal mit Waffen richtig ausrüsten, weil wer weiß... Wer weiß, ob wir sie nicht nochmal brauchen. Ah! So, und das alles schön mit der Mine hier. Ich glaub's ja nicht. Warum mache ich das? Das macht die Sache nur noch schwieriger. Super, ich hab's gewusst! Warum tue ich das? Ich bin viel zu gierig. Ah! Gott. Okay, Mission 6 Kurzschluss, leck mich. So, warum tue ich das? Warum habe ich es getan? Ich weiß es nicht. Okay. Diesmal nehmen wir die Bombe noch nicht. Wir schauen erst einmal. Wir schauen uns hier erst einmal so ein bisschen um. Die Zeit muss wirklich sein. Ich muss das Spiel nicht in 10 Parts durchrennen oder sonst was. Das ist es nicht wert. Man soll dieses Spiel ja auch genießen. So, okay. Dann fliegen wir nämlich erst einmal durch das Herdentor. Das Herdentor. Gut.
Junge, Junge, Junge. Ja, Wespen. Und was erwartet uns dahinter? Wir haben eine super tolle Waffe gerade bekommen. Was das für eine ist, zeige ich euch aber nicht, weil sie hat eine unglaubliche Zerstörungswucht. Und das wäre jetzt Verschwendung. Oh, leck mich. Nein. Lasst mich in Ruhe. Oh, scheiße. Gut, wo muss ich lang? Ich muss es erst nochmal testen. Gut, okay. Hier müsste ich dann, glaube ich, durch. Hier gibt es dann noch Energie. Genau, und dann in diesen Kanal. Richtig. Gut, soweit habe ich es schon mal. Gut, 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 gut. Okay, dann fliegen wir jetzt zurück und holen uns die Bombe. Mine. Die Bombenmine. Hey. Gott. Wow, 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 wow. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Was soll denn das? Kann es sein, dass ich heute wieder nur Scheiße laber? Ist mir egal. Was mache ich denn? Kurz im Henker war jetzt nochmal. Da ist sie. Haha. Wuhu. Sag mal. Fliegst du mal gescheit da drüber? Jawohl. Uiuiui. Gut, hier durch. Und jetzt sind wir in diesem Kanal und dieser Kanal, der wird uns in diesem Spiel noch häufiger begleiten. Beziehungsweise generell Kanäle oder sowas. Hier gibt es nur extra Punkte, auf die verzichte ich, aber meine Punktzahl ist mir ehrlich gesagt scheißegal. In diesem Spiel bin ich kein Highscorer oder sonst was, von daher. Okay. Gucken wir hier lang, hier ist auch nichts. Gott, ich werde doch wohl hier in dieser dämlichen Mission mal weiterkommen. Ah! Lass mich in Ruhe. Ich töte dich. Ah! Ich töte dich. Er will nicht sterben. Er will nicht sterben. Darum öffne ich jetzt das Tor der Herde. Welches sich nun geöffnet hat. Oh Gott. Das ist echt Präzisionsarbeit hier. Das ist viel schwerer, als es aussieht. Ja genau, hier müsste ich richtig sein. Sehr gut. Wir können die Mission noch abschließen. Ja! Hahaha. Ich habe keine Ahnung, ob ich im Kanal jetzt nicht noch irgendeine wichtige Waffe oder irgendwas versäumt habe, aber ich denke, wir sind bis hierhin schon mal ganz gut ausgerüstet. Gut, 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 gut. Wahrscheinlich habe ich eine wichtige Waffe versaut, weil im Kanal ging es ja noch weiter. Aber was soll's, wir haben eine weitere Mission gepackt. Und jetzt kommt der Vorposten. Mission 7, Vorposten. Die Herde hat einen Vorposten genau hinter unserem Gebiet errichtet, sodass du dich jetzt durch die Kanäle hineinschleichen und den Vorposten vernichten kannst. Das wird dem Gegner einen wahren Schock versetzen. Das mache ich doch gerne. Gut. Vorposten! Und wie es in dieser Mission weitergeht. Oh! Irgendwer spritzt hier rum. Oh mein Gott, es sind Ameisen. Viele böse Ameisen. Wie es in dieser Mission weitergeht, das erfahrt ihr erst beim nächsten Mal. Ich habe wieder eine neue Waffe gesammelt. Und was es mit dieser Waffe auf sich hat, auch das erfahrt ihr. Im nächsten Mal. Beim nächsten Mal meine ich, wenn ich daran denke. Ich werde auch in dieser Mission erst einmal ein bisschen rumfliegen und Waffen sammeln, was wir halt so brauchen. Also, jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal, Freunde.